Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin Timo von hardwaretutor.de und das ist das dritte iOS SDK Tutorial. In diesem Tutorial werden wir mit einer Single View Application arbeiten. Das wird auch in den nächsten Videos vermutlich so sein. Wir werden wieder, wie eigentlich in jedem Projekt, mit IB Actions arbeiten. Und das Ziel ist es, von einem Bild die Transparenz, also einen Alpha-Wert, zu ändern, mit Hilfe von einem Slider, den wir verwenden, also ein UI-Slider. Also verwenden wir insgesamt ein UI-Label, UI-Slider und UI-Image-View. Außerdem kommt noch ein NS-String dran, aber das seht ihr ja gleich. Zuerst einmal öffnen wir natürlich Xcode. Und starten ein neues Projekt. Hier Single View Application. Ich gehe hier gerade mal in Vollbildmodus. Klicke auf Next und das nennen wir jetzt einfach mal Image Transparency. So. Device Family ist nur das iPhone bei uns. Das hier lassen wir alles weg. Wir arbeiten mit XLBs, also nicht mit dem Storyboard. Das stimmt auch soweit. Wir gehen hier einfach auf Next. Als Speicherplatz wähle ich hier einfach den Desktop aus. Und die Oberfläche hat sich geladen. Und wir gehen jetzt natürlich zuerst wieder in die Header-Datei, und zwar die ViewController.h. Hier gehen wir einfach rein. Das hier ist unsere Datei. Und hier müssen wir natürlich gleich wieder die IB-Outlets einfügen. Also gehe ich einfach mal auf Enter. Und wir fügen jetzt gleich schon mal was ein. Und zwar IB Outlet, Leerzeichen, zuerst das Label, Leerzeichen, Stern und Name. Das nennen wir jetzt Label, Semikolon. Ups, da habe ich was vergessen. Natürlich fehlt noch unsere Klammer. So. So, jetzt stimmt's wieder. Dann benötigen wir, wie vorhin genannt, den UI-Slider. Den nennen wir jetzt einfach Slider. Und wir benötigen ein UI-Image-View. Und das nennen wir jetzt einfach mal Image-View. Wieder ein Semikolon. Und das war es jetzt vorerst. Und jetzt gehen wir hier einfach auf Enter, geben Minus, Leerzeichen, Klammer auf, IB Action. Und zwar nennen wir das jetzt einfach Change Alpha. Dazu sage ich gleich noch was. So, Change Alpha nennen wir das. Semikolon. So. Und zwar eben wieder eine Aktion, die dann später etwas ausführt. Und zwar haben wir das jetzt einfach Change Alpha genannt. Das ist dann eben der Wert, mit dem wir die Transparenz, also den Alpha-Wert, ändern. Jetzt wechseln wir in die ViewController.xib-Datei. So, ich skaliere das hier gerade mal ein bisschen um, damit ihr ein bisschen mehr seht und ich auch. Das ist wieder unser Bildschirm und wir benötigen jetzt natürlich ein Label, einen Slider und ein Image View. So, den Slider tue ich hier unten einfach mal hinschieben. Und dem gebe ich jetzt den Wert 1. Das ist wichtig, dass er hier also komplett rechts ist, dass die Transparenz später auf 100% sein wird. Das hier schiebe ich jetzt hier hin und das Transparenz gleich 1,0 schreiben wir jetzt hin. Das ist der Ausgangswert. So, das ziehen wir noch ein bisschen länger. So. Und hier natürlich ein Image View. Und hier müssen wir jetzt auch schon ein Bild reinkopieren. Und zwar ziehe ich hier das hier einfach
hier hinein, klicke ich auf OK und das ist jetzt schon als Anhang drin. Und wenn ich hier jetzt darauf klicke, kann ich unter Image auch schon das Bild auswählen. So, manchmal dauert es ein bisschen. So, das wähle ich einfach aus. Das ist jetzt falsch skaliert. Das kommt in einem anderen Video, wie das genau geht. Doch wir lassen das jetzt einfach so. Und das war es soweit mit dem Design. Jetzt müssen wir natürlich auch noch alles verlinken. Dazu klicken wir hier auf Files Owner. Hier auf Connections Inspector. Und verlinken hier alles. Image View natürlich mit dem Image View. Label mit dem Label. Den Slider mit dem Slider. Und Change Alpha ebenfalls mit dem Slider. Und müssen hier auf Value Changed klicken. Dann ist es hier alles soweit vernetzt. Und jetzt wählen wir wieder die ViewController.m, die Hauptdatei, aus. Vorhin haben wir hier alles bereits sauber angegeben und hier müssen wir dann jetzt die einzelnen Funktionen angeben. Wir gehen jetzt hier einfach drauf, drücken wieder Enter und geben hier ein minus Leerzeichen Klammer auf IB Action. Wir hatten vorhin Change Alpha. Dann machen wir ein Leerzeichen. Das hier ist wieder soweit überflüssig. So, IB Action, Change Alpha und machen hier wieder unsere Klammer hin. Enter und geben hier nun ein Image View.alpha gleich Slider.value und ein Semikolon. Und hier geben wir nun ein Label.text gleich hier diese eckige Klammer NSString. String with Format. Und hier jetzt ein @-Zeichen. Die Anführungszeichen. Und geben hier jetzt einfach ein Transparenz gleich Prozent. F, wieder die Anführungszeichen. Ein Komma. Leerzeichen slider.value. Wir machen die eckige Klammer wieder zu. So, hier war jetzt ein Tippfehler. Und natürlich wieder den Semikolon. Und hier haben wir ja geschrieben Transparenz gleich 1,0. Und wenn hier eben der Slider entsprechend geändert wird, soll sich hier dieses 1,0 auch in die entsprechende Transparenz, in den Wert der Transparenz auch natürlich umändern. Deswegen haben wir hier einen NSString verwendet, der eben dann von dem Label den Text ersetzt mit Transparenz gleich und dieses %f setzt dann hier diesen Wert vom Slider ein. Also das hier wird in %f eingesetzt. Das hier ist, denke ich, selbsterklärend, dass eben einfach der Wert vom Slider auch den Alpha-Wert im Bild hat. Also wenn das jetzt zum Beispiel auf 1 ist, ist natürlich auch die Transparenz im Bild auf 1, also kann man alles sehen. Ja, das war's soweit eigentlich auch schon. Und wir probieren jetzt einfach mal, ob das dann natürlich auch funktioniert. Dazu wählen wir hier natürlich unser iPhone aus im Simulator, klicken auf Run, dann wird das Ganze wieder kompiliert, wir haben keine Fehler. Und der iPhone-Simulator wird geöffnet. Und hier sehen wir nun auch schon das Bild. Und wenn wir jetzt diesen Slider bewegen, sieht man recht deutlich, wie eben die Transparenz vom Bild sich verändert. Wenn natürlich der Slider hier ganz links ist, dann hat er den Wert 0. Hier in dem Label ist der Wert natürlich auch auf 0 und das Bild hat auch den Alpha-Wert 0, also Transparenz komplett unsichtbar. In der Mitte sind es dann natürlich 0,5 und hier sind es 100%, also ist der Wert auf 1 und das Bild ist auch sichtbar. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit gerne in den Kommentaren stellen. Ihr könnt außerdem noch das komplette Projekt auf hardwaretutor.de runterladen und eine Textanleitung ist auch nochmal auf der Website zu finden. Link ist übrigens in der Beschreibung. Das war's auch schon. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.